Hallo, ich dachte mir, ich spreche in diesem Video mal ganz kurz über die Destiny 2 Beta. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die beginnt ja schon recht bald, in nur einem Monat. Die, die auf PS4 gepreordert haben, dürfen sich schon am 18. darüber freuen. Auf Xbox erst am 19. Juli. Alle, die nicht gepreordert haben, dürfen sich ärgern. Außer sie schaffen sich noch irgendwo einen Beta-Code her. Ich habe auch noch keinen, ich habe auch nicht gepreordert, weil ich es nicht einsehe. Aber für die beginnt die Beta leider erst verzögert am 21. Sie haben also 3 Tage weniger Zeit, um sich mit Destiny 2 vertraut zu machen. Ärgerlicherweise endet die Beta nämlich schon am 23. So gesehen, schon irgendwie Arschkarte. Die größere Arschkarte haben dann noch die, die sich für Destiny 2 auf PC interessieren, denn die PC-Beta wird erst im August beginnen. Wobei man natürlich ehrlich sagen muss, dass es mit einer Beta sowieso nichts mehr zu tun hat, denn das ist ja kein Tech-Test. Das ist mehr eine Demo, die dazu gedacht ist, um euch zum Pre-Ordern zu kriegen. Logischerweise, denn Activision und Publisher generell wissen ja, die Leute wollen Betas und die Leute wollen die Beta so lange und so viel spielen, wie es geht, vor allem wenn es sowas ist wie Destiny 2. Und was macht man daraus? Man muss natürlich einen Weg finden, das zu Geld zu machen. Und jeder weiß, Pre-Orders sind gut fürs Geschäft. Dabei macht es aus Konsumentenperspektive eigentlich ja keinen Sinn zu pre-ordern. Es macht nur Sinn aus Publisher-Perspektive, dass möglichst viele Konsumenten pre-ordern. Nur aus Konsumentenperspektive schafft es für den Publisher Anreize, weniger Geld in das Spiel zu stecken, wenn er sowieso schon das Geld der meisten Leute per Pre-Order abgefarmt hat. Und das ist ja das, was man bezwecken möchte über die Destiny 2 Beta-Kopplung zum Pre-Order. Mit Early Access. Und dieses Prinzip haben sie ja auch schon in Hülle und Fülle bei Call of Duty getestet mit Pre-Order vor Beta. Und es hat natürlich funktioniert und dadurch haben sie ihre Mengen an Pre-Orders signifikant erhöht. Und so wird es auch bei Destiny 2 funktionieren, weil die ganzen kleinen Lämmchen jetzt natürlich ihre Beta besorgen müssen und das Game entsprechend nur rechtzeitig pre-ordern wollen. Und dann freuen die sich bei Activision, weil sie wieder abgezockt haben und die Leute es nicht mal merken. Und deswegen wollte ich in diesem Video wenigstens mal darüber sprechen, warum diese ganze Pre-Order vor Beta-Kacke eigentlich riesen Bullshit ist. Und ja, natürlich gibt es eine Public Beta, aber wenn man eins von der Destiny 1 Beta damals gelernt hat, denn dass man im Nachteil ist, wenn man die Beta nicht von Anfang an spielt, denn dann kommt man schon mit etwas weniger gelevelten und etwas weniger umfangreichem Arsenal zur Beta, hat vorausgesetzt damit in der Beta schon schlechtere Karten und damit ist die Beta sozusagen in Anführungszeichen Pre-Order to Win. Denn es ist klar, wer pre-ordert, wird auf jeden Fall mehr Spaß und vor allem länger Spaß an der Beta haben, als jene, die es nicht tun. Ist mir aber auch egal, ich werde trotzdem nicht pre-ordern, weil ich es nicht einsehe, dieses scheiß System noch zu unterstützen. Und in diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Video gefallen.